Hier will einfach jeder hoch, der nach Eisenach kommt. Zur Wartburg. Für viele Deutsche ist sie mehr als nur eine Burg aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist Sehenswürdigkeit und nationaler Mythos zugleich. Und das liegt vor allem an einem Mann, Martin Luther. Ab 1521 übersetzte er hier das Neue Testament ins Deutsche, eine Revolution. Denn jeder, der lesen konnte, hatte jetzt darauf Zugriff. Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat, aber er hat sie sehr gut übersetzt. Und er hat sie vor allem aus dem Urtext, aus dem Griechischen übersetzt und nicht bloß das Lateinische ins Deutsche übertragen. Immer wieder war die Wartburg Schauplatz deutscher Geschichte. Viele prächtige Säle zeugen davon. Etwa die Kemenate der heiligen Elisabeth von Thüringen, die im 13. Jahrhundert auf der Burg lebte. Oder der Sängersaal, wo im Mittelalter angeblich ein legendärer Wettbewerb der Minnesänger stattfand. Und 1817 trafen sich hier rund 500 Studenten, die die Einheit der deutschen Nation forderten. Unterhalb der Wartburg liegt die Stadt Eisenach. Im Lutherhaus lebte der Reformator als Schüler. In der Georgenkirche predigte er. Und in diesem Haus wurde 1685 der Komponist Johann Sebastian Bach geboren. Sein Geburtshaus ist heute Museum. Abschließen kann man die Eisenach-Tour mit den typischen Thüringer Klößen. Und einer Flasche Lutherwein, was auch sonst am Fuße der Wartburg.